Guten Morgen. Guten Morgen. Kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Ja, ich bin Lotte, ich bin 10 Jahre alt und ich gehe in die 4. Klasse. Super, und ich sehe, du hast dich auch schon richtig vorbereitet für unseren Test, den wir heute in ärztlicher Anleitung durchführen und probieren, wie du damit klarkommst. Bist du bereit? Ja. Als erstes musst du deinen Mund einmal ausspülen und runterschlucken das Wasser. Prima. So, jetzt kannst du den Tupfer mal die Packung aufmachen und jetzt den rausholen, und schon mal Speichel sammeln im Mund. Und mal raus, genau, nicht irgendwo drauflegen, sondern in die Hand nach oben nehmen. So, wenn du genug Speichel hast, dann kannst du den reinstecken in den Mund und auf die Zunge legen, da wo der ganze Speichel ist. Und du bringst den Speichel zusammen, so circa 15 Sekunden, ich sag dir Bescheid. Und dass er richtig durchtränkt ist, der Tupfer. Vorsichtig drehen. Jetzt kannst du schon mal noch im Mund lassen und nimmst jetzt das Röhrchen und schraubst den oberen Deckel ab. Okay. Jetzt kannst du den Test aus dem Mund nehmen und in das Röhrchen stecken, in die Pufferlösung. Jetzt ein bisschen drehen, vorsichtig. 4-5 Mal. Und jetzt kannst du den oberen Teil abbrechen. Prima. Das legst du weg. Lässt es fallen. Also machst das Röhrchen. Genau, jetzt machst du den Deckel drauf. Und jetzt stellst du das Röhrchen kurz so lange in deinen Becher und machst den Timer für 1 Minute an. Super. Jetzt in der Zeit kannst du schon mal ein bisschen den Müll beiseite legen. Mach dir mal alles weg. So und genau. Und machst jetzt den Test, holst du raus aus dem Pouch. Genau. Zieh mal auf und hol den Test raus. Und leg ihn flach vor dir auf den Tisch mit der kleinen Mulde nach unten, sodass du das lesen kannst. Und lesen kann man ja in deinem Alter schon, ne? So, jetzt warten wir noch, bis die letzten 30 Sekunden abgelaufen sind. Und danach, sage ich dir jetzt schon mal, nimmst du das Röhrchen in die Hand. Also brauchst du jetzt noch nicht machen, aber noch nicht durchführen. Und gleich, wenn ich dir sage, schraubst du den unteren Deckel ab. Und dann musst du 2 Tropfen in diese kleine Mulde unten eintropfen. Und dann sind wir auch schon fertig und müssen dann auf das Testergebnis bis zu 15 Minuten warten. So, jetzt ist es vorbei und jetzt kannst du unten abschrauben und dann 2 Tropfen in die Probenmulde eintropfen. Schon einer drin? Ja. Prima, 2 Tropfen drin, ja. Dann zuschrauben. Kannst das Kärtchen mal kurz, also leg das mal wieder in deinen Becher, dieses Röhrchen, und titsch mal so ein bisschen auf mit der Karte, so auf den Tisch. Und jetzt warten wir einfach. Ich sehe schon, der Test geht schon los. So, jetzt warten wir. Kleinen Moment. Und dann lesen wir das Testergebnis in 15 Minuten ab. Vielen Dank, Lotte. Ja.